Willkommen zurück zu meinem Let's Play Oddworld New and Tasty. Ich habe mein Mikrofon übrigens wieder umgehangen, also es kann sein, dass es sich wieder anders anhört. Ich bin da jetzt momentan ein bisschen am Ausprobieren. Aber ich denke mal, das wird man so überhaupt nicht so wirklich mitkriegen. Ich bin ja gerade noch meine Kopfhörer hier am Umhängen, weil die auf meinem Bein hängen. So. Ja, ich habe heute den ganzen Tag. Nee, erstmal. Wir sind ja jetzt hier in Paramonia, genau. Und wir lesen gerade hier erstmal, was hier steht. Und dann fange ich gleich mal an zu erzählen. Tritt auf. Was? Tritt vorsichtig auf. Vorsichtig? Steht hier vorsichtig? Ich weiß es nicht. Nein, Kreis war bei Assassin's Creed, was ich heute den ganzen Tag gezockt habe und gestern. Um Elum zu besteigen, stelle dich vor ihn und. Nee, stellst du dich vor ihn und drückst Quadrat, Doppelpunkt. Okay. Ich bin hier noch ein bisschen am Experimentieren, aber ich glaube, so ist besser. So. Ja, ich habe heute den ganzen Tag Assassin's Creed gezockt, also Assassin's Creed 2. Nein. Ja, gut, töte mich. Ja. Und da habe ich jetzt auch Platin. Aber ich habe Platin nicht komplett heute geholt. Sondern ich habe vor 2 Wochen beim Dennis damit angefangen. Ich habe da mal vor 3 Jahren oder vor noch längerer Zeit, ich glaube 2011 oder so, habe ich damit angefangen. Und dann hat mir das irgendwie nicht so gefallen. Fehlt der Sound irgendwie teilweise? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, meine Boxen sind ja ein bisschen merkwürdig. Na egal. So. Erstmal ihm hier den Hebel. Ja, ich habe vor 2 Wochen damit angefangen. Dennis. Und. Hello, bist du so süß? Komm, warte mal, wir müssen dich jetzt hier erstmal zeigen, wie toll du bist. Wait. Ist es nicht putzig mit seinem süßen Schwänzchen? Und seinen komischen Augen und Riesenmund. Es ist so deformiert, ich liebe es. Ja, wir müssen erstmal hier hinten noch. Die Minchen kaputt machen. Wie gesagt, ich weiß nicht, aber es sah nach einem Ausschlag aus, deswegen denke ich einfach mal, dass meine Boxen spinnen. So. Quick Save und jetzt. Okay, es hat funktioniert. Von tief aus dem Walde Elum erschien, die Reise zum Tempel zog sich hin. Ja, und das habe ich jetzt durchgespielt, Assassin's Creed. Und ich wollte eigentlich schon Lauf. Elum. Lauf. Ich wollte eigentlich schon um 3, 4 Uhr anfangen aufzunehmen. Wir haben jetzt aber 20 vor 7. Und das hing damit zusammen, ich war die Federn am Holen. Und dann habe ich um 3 auf die Uhr geguckt oder noch oder um 2 und habe dann gesehen, oh, mir fehlen ja nur noch 30 Federn. Komm, die holst du noch. Und dann hast du Platin. Oh. Ja, und das habe ich dann auch getan und dann musste ich noch 2, 3 andere Trophäen machen, die aber auch easy waren. Und jetzt habe ich Platin. Und wir haben jetzt aber erst spät. Ich habe mir auch ziemlich Zeit gelassen beim Federn holen, weil irgendwie hat es Spaß gemacht und ich mag sowieso die ganzen Maps und so davon. Dü. Kann ich hier einfach durch? Sieht so aus, ne? Boah, mega Skill war das, Alter.
Also ich nehme halt auch nicht so viel auf. Ich weiß noch nicht mehr, ob ich Paramonia. Ne, ich glaube, Paramonia mache ich nicht komplett durch. Hello. Ich war gerade ein bisschen verwirrt von der Steuerung. Ich wusste nicht mehr genau, was ich drücken sollte und dann habe ich dem nicht mehr richtig zugehört. Aber gut. Schleich dich an. Den Slick an. Das hat sich gerade ein bisschen komisch angehört, weil ich musste mir Niesaufer drücken. Aber gut. Okay. Dann haben wir hier Steinchen wieder. Du wartest und wir schleichen. Pam! Okay. Wir können dem Edelmann auch sagen. Follow me. Es ist so süß. Dass es einfach mitkommen soll. Dann müssen wir nicht auf das Ding draufsteigen. Follow me. Weil Elums lieben. Was ist denn da hinten? Achso, schleich dich gedöns. Okay. Jetzt müssen wir. Ah ne, wir können das hier schon direkt machen. Wir haben ja Steine. Wir müssen den Bienenkorbnest da oben abschmeißen. Es hat komische Geräusche gemacht. Auf jeden Fall sorgt jetzt das Vieh dafür, dass erstens die Bienen wechseln, genau. Und dass wir unser Elum wieder haben. Ich muss unbedingt ans Quicksafen denken. Ich habe das jetzt schon wieder verpeilt. Okay. Okay. So, dann holen wir ein bisschen Anlauf. Ja, das war doch auch sehr gut. Abe musste nun zum Tempel sich sputen, welche düsteren Geheimnisse gab es zu vermuten. Du musst hier warten, weil du kommst nicht hier hoch. Momentan mal noch nicht. Erfinde den Lift für Elum. Okay. Sind das Steine? Ich glaube schon. Nee, wurden uns weggenommen, okay. So, jetzt müssen wir hier nur ein bisschen abwarten und ein bisschen das Timing rauskriegen. Nee, den hier oben. Können wir den übernehmen? Wo war denn? Bin ich jetzt total behindert? Das wollte ich nicht mehr sagen, ob ich total behindert bin. Ah. Vielleicht sollte man in den Tunnel. Wie heißt der? Brunnen, genau. Vielleicht sollte man in den Brunnen gehen, damit man hier oben hinkommt. Ich bin immer noch zu laut. Noch weiter weg das Mikro. Damit wir hier oben chanten können. So. Ach genau, warum ich heute nicht so lange aufnehmen möchte. Und zwar muss ich erstens noch Hausaufgaben machen. Und zweitens wollte ich noch mein Zimmerchen aufräumen. Mein Zimmerchen. Ich mag das irgendwie mit Chen zu sagen. Ich finde das immer total niedlich, wenn mein Sozi-Lehrer, der sagt dann immer, ja, dann stellt er die Stühlchen hoch. Das ist voll niedlich. So, wo kommt er jetzt hin? Kommt er hier hin oder kommt er nach ganz unten? Boah, super nice.
So. Follow me. Komm mit. Du süßes Vieh, du. Übrigens, im ARG, oder wie das Ding heißt, ging es wieder weiter. Und Splinters, weiß ich jetzt gar nicht, worauf das so verweist, weil ich kenne eigentlich nichts, was irgendwie Splinters heißt. Aber es kann natürlich sein, dass Apes Exodus Splinters heißen wird, weil da steht halt auch Coming Soon. Von daher, nee, ist ja gar nicht wahr, das soll ja Soulstorm heißen. Was ist Splinters? Und warum ist da ein UFO? Oder ein Hut? Kann beides sein. Kommt drauf an, wie man das so sieht. Okay. Aber wir müssen wieder auf unser Elumchen. Ah! Okay. Lange drücken ist speichern, ne? Nee, lange drücken ist laden. Okay, kurz drücken ist. Ja, wir müssen jetzt hier einfach nur Gazen geben. Und hoffen wir, dass wir das hinkriegen. Was war das? Möglicherweise hört man den Hund, der gerade am Durchdrehen ist. Und den anderen Hund. Schon wieder. Ich muss früher abspringen. Weil der bleibt dann irgendwie an der Ecke da hängen. Und das ist nicht so schön. Jetzt kommt noch ein Auto. Zwei Hunde. Wollen wir noch ein paar Kinder oder was? Oh, das ging doch mal. Ach, da war... Habe ich gar nicht gesehen. Gemeinsam überstanden sie Slicks und Eingeborene und kamen den Bienen wie zwei Eingeschworene. Wunderschön. So, und weiter geht's. Und da oben gibt's schon wieder Werbung für Splinters. Was haben wir denn hier? Lauf. Elum. Lauf. Das hatten wir eben schon mal. Ich habe übrigens neue Leckerbissen für Mr. Turtle. Für Mr. Turtle gekauft. Weil ich musste noch so ein Buch für die Schule bestellen. Da habe ich mir gedacht, weil das Futter, also diese Futterpellets, eh langsam dem Ende da sind. Okay. Hui. Habe ich da noch was anderes mitbestellt? Kurz. Elum muss warten, oder? Nee, muss hier warten. Okay. Und zwar habe ich getrocknete Shrimps mitbestellt. Ich habe mir die angeguckt. Wenn ich Shrimps essen würde, würde ich, glaube ich, sogar die getrockneten Shrimps essen. Also die sehen. Die sehen eigentlich ganz lecker aus. Und Mr. Turtle schmecken die auch sehr gut. Was war das denn? Ich habe auch heute mal ausprobiert, bei uns aus dem Garten Mr. Turtle Salat anzubieten. Also aus der Hand wollte das schon mal gar nicht fressen. Ach komm ey, was soll das denn? Ach. Das hat mich jetzt verwirrt. Ich muss hier das hier jetzt gerade erstmal fertig machen. Mann, warum?
Wie rollt man denn nochmal?